Er ist der Spitzenreiter unter den regenerativen Energien bei uns im Freistaat und ein wahres Multitalent. Wasserkraft. Ständig verfügbar, speicherbar, klimaverträglich und vor allem bezahlbar. Unsere neue Serie Bauern in Bayern stellt Ihnen Ingenieurstechnologie und Potenzial des Multitalents Wasserkraft vor. Strom aus Wasserkraft, eine faszinierende Technik mit der Kraft der Natur. Mehr als 4200 Wasserkraftwerke gibt es allein in Bayern. Die besondere Leistung, ob an durchschnittlichen Tagen oder in Spitzenzeiten des Strombedarfs, mit der Wasserkraft lässt sich Energie effizient und einfach produzieren. Der Anteil der Wasserkraft in Bayern beträgt etwa 15%. Das heißt, ja, jeder siebte Haushalt rein rechnerisch könnte mit Wasserkraft versorgt werden. Ein besonders erfolgreiches Beispiel ist das Wolfzahnauwehr in Augsburg. Durch dieses Laufwasserkraftwerk am Lech wurde die erneuerbare Energieproduktion in Augsburg um 10% gesteigert. Das Wasserkraftwerk liefert rund 8,5 Millionen Kilowattstunden Energie pro Jahr und versorgt damit rund 2500 Haushalte. Die Technik, die den Strom erzeugt, ist eine konventionelle Turbinentechnik. Die Turbinen haben einen Wirkungsgrad von über 90%. Und dadurch ist es eigentlich das Kraftwerk so eine Mischung, Anströmung, Einbindung, Landschaft innovativ. Kraftwerk selber konventionelle, bewährte, gute Technik. Ein absoluter Meilenstein der Wasserkraft in Bayern ist das Walchensee-Kraftwerk, welches 1924 in Betrieb genommen wurde. Denn in diesem Speicherkraftwerk wird Energie mit System erzeugt. Der Anlagenkomplex nutzt den Höhenunterschied von rund 200 Metern zwischen dem hochgelegenen Speicher, dem Walchensee und dem tiefer gelegenen Wasserkraftwerk. Die Ausbauleistung beträgt stolze 124 Megawatt. Insgesamt werden rund 300 Millionen Kilowattstunden Strom jährlich geliefert. Dadurch können bis zu 85.000 Haushalte versorgt werden. Die Leistung von Oskar von Müller war deswegen eine wirkliche Pioniertat, weil er das Walchensee-Kraftwerk geplant hat zu einer Zeit, als Wasserkraft noch in der Entwicklung war. Und das Ganze vor dem Hintergrund, kurz nach dem Ersten Weltkrieg zu bauen, zu einer Zeit, als Baumaschinen noch gar nicht in der Qualität und in der Leistungsfähigkeit zur Verfügung standen wie heute. Das Wasser aus dem Walchensee strömt in einen Betonstollen von 1200 Metern Länge und der mündet im sogenannten Wasserschloss. Dort sammelt sich das Wasser zunächst. Da im Wasserbecken hoher Druck herrscht, haben die Ingenieure die Stützmauer mit einer Dicke von 15 Metern verstärkt. Von hier aus schießt das Wasser über Rohre zu den Turbinen und landet in der Turbinenhalle. Das 10.000 Kubikmeter große Becken im Wasserschloss gleicht Druckschwankungen aus. Diese entstehen, wenn die Turbinen betätigt werden. Über 6 Druckrohre strömt das Wasser aus dem Ausgleichsbecken hinunter in das Krafthaus. In der Turbinenhalle laufen 8 Turbinen und erzeugen Spitzenstrom aus Bayern. Strom muss genau dann erzeugt werden, wenn er auch verbraucht wird. Und das können nur wenige Kraftwerke, Strom genau dann in der Qualität und in der Menge zu produzieren, wenn er gerade benötigt wird. Und Wasserkraftwerke sind neben Gaskraftwerken ganz besonders geeignet, um Spitzenstrom zu erzeugen. Ein ökologisch optimiertes Modell für die Zukunft der Wasserkraftwerke wird derzeit in Obernach erprobt. Die sogenannten Schachtwasserkraftwerke. CO2-frei, umwelt- und vor allem fischfreundlich, zugleich aber kostengünstig. Von bayerischen Wasserbauingenieuren entwickelt, eröffnet die bauliche Innovation der Schachtkraftwerke neue Perspektiven für die Wasserkraft. Das ist ein komplett neues Kraftwerkskonzept. Das ist im Prinzip noch nie so gebaut worden, auch nicht in annähernd gleicher Art und Weise. Die Innovation? Das Kraftwerk befindet sich komplett unter Wasser und ist daher weder höher noch sichtbar. Wasser stürzt von oben in den Schacht und treibt eine Turbine an. Darin befindet sich ein Generator. Strom entsteht. Unten fließt das Wasser in den Fluss zurück. Sowohl Bauaufwand als auch Eingriff in die Ökologie sind hier deutlich geringer als bei anderen Wasserkraftwerken. Besonders der Fischschutz ist durch die Fischklappe in der Mitte des Wehrs bestens gewährleistet. Über die Fischtreppe können die Fische jederzeit ins Oberwasser wandern. Es ist ein sehr ökologisches Konzept, was auch durchaus ökonomisch gebaut werden kann.
Und von daher gesehen sehe ich auch schon eine Zukunft natürlich. Die Wasserkraft muss ökologisch werden. Und das heißt klimafreundlich und ressourcenschonend. Mit diesem Know-how kann der Freistaat aufgrund seiner topografischen Lage die Energiewende ganz natürlich meistern. Bayern baut auf Wasserkraft.